Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Ich habe mich doch entschieden, dass ihr noch die paar Sekunden, die ich hier lebe, mit dabei sein könnt, dürft, sollt, müsst, erst jetzt auf da zum Brennen. Ich habe nichts zum Saufen, da war wieder eine blöde Batterie drinnen, die ich nicht brauche. Was soll ich denn machen? So, Datenkonsole, Altera startet die Aurora. Ja. Das wollte ich noch mitnehmen. Ja, hör auf damit. Kommandostuhl, den wollte ich noch scannen, bevor ich sterbe. So. Dann werde ich noch ganz schnell ein Medipack. Wieder eine sinnlose Batterie. Es ist halt echt ärgerlich. Nehme ich auch noch das zweite. Löst das ein bisschen schneller aus, hä? Der muss doch vorsichtig tun mit der mit dem Mausrad. Ja. Ja. Das hier. Was war hier? Drehstuhl. Den will ich auch noch scannen. Wenn es möglich ist, bevor ich verrecke. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Abfalleimer. Komm, schneller. Passt. So, ich glaube, mehr ist hier eh nicht mehr. Die Datenkonsole habe ich, ne? Ja? Was haben wir hier noch drin? Na komm, gib her den Dreck. Boah, ey, immer forthängen, ne? Ich hätte hier gern was zum Saufen gehabt, Herrschaftszeiten. Das kann nicht sein. So viele Vorratskisten und nichts zum Saufen. Das ist halt wirklich typisch. Jetzt bin ich eh tot. Wahrscheinlich verliere ich jetzt einen Haufen von dem Zeug hier. Also Batterien wahrscheinlich eh sowieso. Ja. Genau. Aber die Einträge habe ich, die waren mir jetzt gerade am wichtigsten. So, mal schauen, wie viel ich verloren habe. Alle Batterien. Ah, zwei sind mir geblieben. Okay. Ja. Bisschen Salz habe ich noch behalten dürfen. Gut. Dann gehen wir mal Korallen suchen. Und essen. So. Und dann muss ich beim nächsten Mal, wenn wir zu Aurora gehen, noch mehr mitnehmen, optimalerweise. Das wäre jetzt echt schon schön, eine Basis langsam mal anzufangen. Das wäre wirklich schön. Ich werde jetzt auch dieses blöde Unkraut hat das Blatt. Nein, hör auf. Immer will der diese blöde Dings hier. Abkürzung machen. Na, hier kann ich eigentlich nichts reintun. Na, hat nichts Platz. Egal. Dann, Batterie brauche ich jetzt keine. Ich brauche, ich bin so blöd, die Koralle brauche ich. Gleich mal drei. Ich glaube, drei müssten passen. So. Dann natürlich was zum Schnapulieren. Also nom nom nom. Fischis. Ich schwimme mal ein Stückchen. Hier sind ein Haufen Glubschi-Fischis. Boah. Einen haben wir schon. Einen zweiten haben wir schon. Da wäre ein bisschen Sauerstoff. Das nehme ich auch dankend an. So. Und dann bin ich echt am Überlegen, wo bauen wir jetzt am besten unsere Basis. In der Nähe von der Aurora traue ich mich fast nicht. Wenn die nochmal explodiert, habe ich Angst, dass bei uns auch alles im Arsch ist. Dass unsere Station auch kaputt ist. Das wäre natürlich nicht schön. So, gib mir Luft. Wie viel Platz habe ich noch? Genug. 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. Ich kann noch genug zum Essen sammeln. So, Luft haben wir genug. Boah, das war ein Schuss in den Ofen gerade. Aber hier könnte ich vielleicht... ich sollte mich auf einen Fisch konzentrieren. Ich wollte jetzt sagen, hier könnte ich vielleicht einen Bumerangfisch schnappen. Aber da... Boah. Da ist der schon bald besser. Da vielleicht... Eieieiei. Habe ich ihn erwischt? Nein. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Platz. Drei Fische noch. Dann schwimme ich wieder mal zurück. Jawohl.
den Blasenfisch noch mir raus. Und wenn es geht. Ui! Den Bumerangfisch. Ach, jetzt komm. Jetzt habe ich dich genommen. Du machst es mir nicht leicht, Freund. Der will sich nicht fangen lassen. Dann probiere ich es bei einem anderen Fisch. Und da muss ich eh schauen, dass ich zurückkomme. Ja, nein, doch. Jawohl, fertig. Sehr gut. Gut, dann zurück. Rettungskapsel ist da drüben. Die ist weit weg. Da können wir unseren Gleiter hier verwenden. So. Geht's ein bisschen. Bin ich jetzt wieder. Wow! Schneller. Trottelfiech, nicht erwischt. So. Und rein da mit uns. Pfui. So. Wir kochen. So. Wir kochen die ganzen Fische, die wir haben. Die brauchen wir, müssen wir jetzt eh essen mal. Dann brauchen wir was zu trinken. Weil durstig sind wir auch. Und dann muss ich schauen, dass ich einen besseren Vorrat habe. Dass ich nicht mehr so viel verdurste, wenn wir auf Erkundung sind. Schade. Aber wir haben recht viel scannen können. Ich hoffe, das ist ein kleines Trostpflasterle. So. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Und einmal. Ja, da gibt es noch einen Fisch, tatsächlich. Ein Bumerangfisch. So, wie haben wir denn jetzt Platz? Oh, wäre schon noch, geht schon noch was? Da kann man einmal Wasser machen. Ich esse da mal was. Nom, nom, nom. So. 102, ja, das geht sogar höher. Ich dachte, das geht nur bis 100. Okay. Dann tun wir einmal Wasser machen. Oder zweimal gleich. Perfekt. Und da muss ich nur noch schauen, dass wir noch ein bisschen Essen hier haben für uns. Dann hätten wir einen besseren Vorrat als vorhin. Dann können wir nochmal das Ganze anschauen. Ich glaube, ich mache gleich nochmal das Wasser hier fertig. Ja? Zwei Plätze, zwei Fische. Ja, Feuerlösche ist auch so ein Thema. Müsste ich auch was mitnehmen. Und hier das Zeug bunkern wäre auch nicht schlecht. Ein Feuerlöscher, den nehmen wir mit. Bunkern tun wir. Batterie behalte ich. Für unsere Werkzeuge. Gold werden wir bunkern. Und die schmeiße ich jetzt mal weg. Für mehr Platz. Oder ich kann. Kann ich mir noch so eine Truhe basteln? Na, nur Taschenlampe. Weghüllen markieren oder aus Bereich. Ach so, das wäre auch nicht schlecht. Hoho. Pfadfinderwerkzeug, das wäre auch cool. Hohoho. Wie schaut man hier aus? Schwimmende Luftpumpe, Feuerlöscher, Strahlenschutz. Na, da ist auch nichts Neues. Gerätschaften. Und so leichte Objekte und kleines mehr. Brauche ich, glaube ich, auch nicht. Na. Dann werde ich noch einmal das Wasser machen. So. Tada. Und noch schnell ein paar Fischchen fangen. Und dann probieren wir unser Glück gleich nochmal. Auf der Aurora. Ich will da alles haben und wissen, aber wahrscheinlich tue ich es eh schon. Und könnte somit eigentlich schon mal anfangen, mir einen vernünftigen... eine vernünftige Dingsbums zu bauen. Glubschi, einmal. Der ist mir direkt ins Gesicht geschwommen. Ich kann nichts dafür. Genauso wie der da. Und einen Platz habe ich, glaube ich, noch. Perfekt.
Jawohl. Die brate ich jetzt noch schnell und dann schauen wir, dass wir wieder rüberkommen. Batterien habe ich jetzt leider viele verloren, aber sie müssten an meinem Todesplatz, also wo ich verreckt bin, noch liegen, theoretisch. Hier ist eh nichts passiert, ne? No. Also ist theoretisch noch nicht alles verloren. So. Schön braten. Und einmal noch. Sehr gut. Dann, wie schaut es mit dem Medikit aus? Da hätten wir auch eins fertig. Dann müsste ich hier aber was verknuspern. Ich werde den noch wegsnacken. So, weil Wasser haben wir eh genug. Und jetzt haben wir auch zwei. Na, ein Medikit, das passt eh. Das wollte ich wegschmeißen, ich Idiotin. Schwupp, weil das kann man eh jederzeit eigentlich holen, ne? Im Raumschiff bitte keinen Müll hinterlassen. Da. Ja. Dann könnte ich theoretisch noch ein bisschen essen. Jetzt haben wir eh viel. Feuerlöscher könnte ich noch ein paar basteln. Wenn möglich. Ich muss mal kurz schauen, was der braucht. Also und dieses Laser-Dingsbums kann ich ja überhaupt noch nicht. Ich hoffe, das ist jetzt kein Malheur. Warte mal kurz, wo war denn dieser Feuerlöscher da herst? Der war hier, glaube ich, ne? Da brauche ich Titan. Ach so, Titan. Nur Titan. Also normales. Da habe ich jetzt aber überhaupt nichts mehr, ne? Da habe ich weder hier. Habe ich hier noch Titan? Blei habe ich einen Haufen. Salz, Glas, aber Titanbarren, die ich überhaupt nicht brauche. Drei Titan müsste ich sammeln für einen Feuerlöscher. Das könnte nämlich das nächste Problem sein, dass ich das nicht zu, dass ich da nicht genügend Feuerlöscher mit habe. Und dass ich wieder wo anstehe, ne? Aber jetzt werden wir erstmal zuerst Laserschneider hier, ne? Signalboje wäre noch eins, was ich lernen müsste. Die Seemotte habe ich keine Ahnung, wo ich die herkriege. Die Stoßkanone. Computerchip. Ah, ja. Stoßkanone. Stoßkraft auf Objekte in Reichweite. Das wäre auch cool, die herzustellen. Flutlicht, Drehstuhl, Kommandostuhl, Abfalleimer. Die wichtigsten Dinge. So. Altera startet die Aurora. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Phasentor für den Ariadne am angekündigt. Altera startet die Aurora. Die entferntesten Regionen des bewohnten Weltraums werden erweitert, denn die Altera-Gesellschaft startet ein neu konstruiertes Großraumschiff mit einem Phasentor an Bord, welches für den Ariadne-Arm bestimmt ist. Die Aurora wird direkt aus dem Raumdock zum Rand des Altera-Gebietes reisen und dabei hunderte von aufeinanderfolgenden Phasentorsprüngen durch 9 verschiedene Transgov-Territorien, ja, ist allem ein Begriff, machen, um 3 Monate später auf der anderen Seite des Ariadne-Arms, Alter, anzukommen. Von dort aus wird die Besatzung des Schiffs über das letzte Phasentor hinaus lenken, um etwa 18 Monate später im nächsten Planetensystem anzukommen. Ja, das geht ein bisschen flotti, hä? Dort wird das Team von Elite-Ingenieuren ein 6-monatiges Bauprojekt an neuem Phasentor beginnen, eine Investition im Multibillionen-Kreditbereich, also Schnäppchen. Durch das Fehlen einer vorhandenen Infrastruktur in der Region ist das Schiff mit fortschrittlichen Wärme- und Kernenergieanlagen ausgestattet. Darum hat es auch so geklatscht. Die Altera-Gesellschaft betreibt derzeit 9% aller Phasentore in der Galaxis. Das ist aber nicht viel. Wenn die Mission der Aurora erfolgreich ist, wird Altera einige mongolische Konzerne ausmanövriert haben, die eine Reihe von Außenposten und Minen in der Region betreiben. Ja, Glückwunsch. Einige Notizen.
Hier sind wir nun im freien Weltraum. Wir haben die Galaxis durchquert, um ein Phasentor zu installieren, Schiffe zum Abbau von Ressourcen auszusenden, teure Schiffe zu bauen, schickere Phasentore zu installieren. Versuchen wir, die Galaxis auszubeuten oder uns selbst? 18.06. Jus Geburtstag, 60 Wochen bevor wir nach Hause zurückkehren, 400 gefüllte Wochen bevor wir nach Hause zurückkehren, nicht genug Geld, das mir Altera zahlt. 1454 Frachtraumzugangscode. Ach so, 1454 war's, da unten, okay. Gut. Wir sind gestärkt, wir sind geschneuzt. Brauche ich jetzt noch mehr Wasser? Ich hoffe nicht. So, wir sind schon ein bisschen durstig. Aber wir hoffen nicht, dass wir noch mehr brauchen. So, das heißt, wir gehen wieder zurück zur... Wir fahren wieder zurück zur Aurora. Ganz ehrlich, mir wäre es schon lieb, wenn wir da bei ihr irgendwo so einen kleinen Stützpunkt bauen könnten, damit wir nicht so ewig weit hatschen müssen. Ich weiß aber nur nicht, ob das eine ganz besonders schlaue Idee ist, weil das Schiff brennt ja immer noch. Das fackelt fröhlich vor sich hin. Ich fürchte auch, dass wir so viele Feuerlöscher gar nicht bauen können, bis das Schiff aufhört zu brennen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, es wäre echt cool, da unten was bauen zu können. Unter dem Schiff oder so eine kleine Base zu haben. Da müssen wir nicht wirklich immer so damisch lang hier hin und her schwimmen. Vor allem, weil ich zu dumm bin, unter Wasser zu schwimmen. Damit das Gerät auch funktionieren kann. Jo, das sind halt so Let's Player-Probleme, ne? So, ein Stückchen weiter nach oben noch. So, dazu voll, dass die Maschine funktioniert. Ich wollte nur mal schauen, ob wir richtig sind. Ich hoffe schon. Da drüben ist wieder ein schönes Titanchen, glaube ich. Zwei sogar. Die werden gleich wieder grummeln anfangen, ganz laut. So, mal schauen, wo wir sind. Ja, die Richtung stimmt schon ungefähr. Jo, passt. Ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Strahlen, diese radioaktiven Strahlen eindämmen sollen. Ich bin da wirklich extrem überfragt. Und hier ist natürlich stockdunkel, ich werde jetzt überhaupt nichts mehr sehen. Ich werde versuchen, ein bisschen aufzutauchen. Die Sonne kommt gerade wieder raus, glaube ich. Ja. Nein? Hat nur so ausgeschaut. Aber der Mond ist schön, also, oder die Planeten. Ich glaube, das wird ein Mond sein und da zwei Monde, oder? Das sind zwei Monde. Boah. Schaut ein bisschen aus wie bei Majora's Mask, ne? Wo man schon Angst hat, dass der Mond auf dem Planeten kracht. Naja. Gut, da sind wir ja wieder, ne? Also ich muss da jetzt links weiter, dann rauf und weiter rauf und oben noch ein bisschen anschauen. Wahrscheinlich geht da unten auch was, kann ich mir gut vorstellen. Das werde ich mir dann anschauen, wenn wir oben wirklich fertig sind. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich da oben wirklich alles Relevante erkundet habe. Ich befürchte nicht. Aber wird wohl werden. So. Unser Messerchen ausgerüstet. So, wo war das jetzt noch schnell? Hier nicht, glaube ich, ne? Hier vorbei. Hä? Oder bin ich schon richtig? Ah, ich bin schon so weit. Mann, bin ich blöd. Ja. So, ich versuche mal vor dem Viech da wegzulaufen. 1474, glaube ich, war der Code, ne? Das müssen wir noch einlösen da drüben. Und dann schauen wir weiter. Dann haben wir den Frachtraum auch entdeckt. Wahrscheinlich ist dann was zu mitnehmen, was ich natürlich keinen Platz habe, weil ich so viel Zeugs mitgenommen habe für unser Wohl, sprich Nahrung und Trinken. Aber wird wohl werden. So. Tap, 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 tap. So, da sind wir wieder.
Da wackelt es auch wieder schön fröhlich. Ich glaube, ich setze mal die Taschenlampe ein. Da unten muss es der Frachtraum sein. Heureka. So. Genau. So. Jetzt nochmal kurz lupschen. 1454 war es. Hoppala. Fast richtig. Also, 1, 4, hoppala, 4, 5 und 4. Tada! Hallo! Ein Loch ist in der Decke, in der Decke, in der Decke. Ein Loch ist in der Decke. Was soll denn das? So, da geht's mal nicht runter. Sicher ist es hier. Das heißt, wir werden hier mal... Ich werde mal versuchen... Ist es sinnvoll, die Flammen zu löschen? Könnte es ein Kabumm geben, wenn ich es nicht tue? Ich mach mal Licht. Ich mach mal weiter den Taschenlampenmodus. Aha. Da könnte was zum Scannen sein, diese Lampe hier. Das könnte eine andere Variante dieser Flutlicht sein, aber nein. Nee, nee. Ist nix. Auch der Stapler ist für nix. Okay. Zurückgelassene PTA. Altera Gesellschaft. Zyklop-Maschinenfragment. Aha. Tada! Zyklop. Tatenbank. Okay. Zyklop. Das ist ein... Und ist das ein... Tatsächlich ein U-Boot? Wie cool! Der Zyklop ist das beliebteste und zuverlässigste Tiefseetauchboot in der Galaxis. Im Vergleich zur Konkurrenz kann es von nur einer Person besetzt werden, daher der Name. Er verfügt über manuelle Steuerung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und vorderes Beobachtungsdeck für Präzisionsmanöver. Trockendock zum Transportieren, Warten und Aufladen von Erkundungsfahrzeugen, wie cool. Umfangreiche Lagermöglichkeiten im Frachtraum des Unterdecks. Brauche ich da jetzt noch mehr Teile? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Muss ich dann nachschauen im Bauplan-Geschichte. Dann war hier noch irgendwo... Da. Transgov-Profil Altera Gesellschaft. Eine der größten Anbieter von Raumfahrttechniken und Unterhaltungselektronik in der Föderation. Der offizielle Lieferant des TFS, dauerhaft unter der besten Arbeitgebern der Galaxis, und das ist schön, begann als Hersteller von Verteidigungstechniken in der Mitte des 22. Jahrhunderts, also sind wir bald soweit, ne? Nationales Motto, bekomme, was du verdienst. Obwohl die meisten Transgroves ihre Wurzeln bis zur Erde zurückverfolgen können, ist Altera buchstäblich von der Erde das einzige, das es wagt, diesen Namen zu verwenden. Während der Expansion lieferte Altera Waffen an alle Seiten, erwarb und beherbergte eine gewaltige Kolonie Arbeiterschaft und schaffte damit den Wandel vom Hersteller zum Staat. Großartig. Alteras Drohung, den Handel einzustellen, war einer der Wendepunkte im Konflikt und führte zum Ende der Feindseligkeiten und der Unterzeichnung der Charta. Ich hoffe, das spreche richtig aus. Freies Unternehmertum im Altera-Territorium wird gefördert, aber die Konkurrenz ist hart und alle Waren, die exportiert werden, müssen das Altera-Warnzeichen besitzen. Gewinnbringende Geschäfte werden vom Staat aufgekauft, deren Besitzer steigen in den Vorstand auf. Bekannte Altera-Technik wie das Zyklop-Tauchboot stammen von einem solchen privaten Unternehmen. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten mit nationalen Regierungen haben die Anwälte des Unternehmens stets behauptet, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gegenüber seinen Arbeitnehmern habe, sondern freiwillig beschließe, die Rollen zu übernehmen, die normalerweise von einer demokratisch gewählten Regierung bedient werden. Dieser Anspruch wurde noch nicht vom Föderationsgericht geprüft. Okay. So. Na schön. Hoffentlich ist das nicht so ein Außen-Hui-Innen-Pfui, oder umgekehrt. Außen, da passt schon, Außen-Hui-Innen-Pfui-Geschichte. Versorgungskistel mit Wasser, ne? Ja! Dann nehmen wir einen kleinen Schluck. Und Prost. Auf euer Wohl. Oh, da geht's runter. Ich weiß nicht, ob ich da wieder raufkomme. Ich sollte vielleicht noch warten und mich da drüben noch ein bisschen umschauen.
Hier brennt's doch. Finster ist es wie sonst was. So. Ah, da haben wir noch ein Kistel. Mit Nährstoffblock. Was ist denn das? Nahrung 75. Kompakt verarbeitete Nahrung von der Aurora. Achso, das hatten wir am Anfang ja auch, ne? Schon so lange her schon wieder, dass ich das vergessen habe. Entschuldigung. Da haben wir noch zwei Kisten. Nochmal sowas. Und nochmal sowas. Verdammte Kacke. Wenn ich das früher gefunden hätte, wäre man noch am Leben gewesen. Zoki. Epic Fail. Ja. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ist das hier beabsichtigt, dass hier so ein Durcheinander ist? Oder ist hier etwa schon noch was versteckt? Dann müsste ich nämlich nochmal tauschen. Wenn hier tatsächlich irgendwas versteckt wäre. Huch, ich hab mich selber den Weg wieder verbaut. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Aha. Batterie aus? Na. No. Achso, geht noch nicht. Okay. Egal. Ist, glaube ich, nicht relevant, oder? Ein Stapler kann man auch verschupfen. Okay. Theoretisch. Ja, passt. Dann schauen wir da unten noch. Tap, tap, tap. Die haben wir gemacht. Vielleicht einen Scanner auspacken. Dass ich hier nichts übersehe. Es sind nur ein paar Kisten. Hier wäre wieder Wasser. Antriebsraum. Seemottendock. Oh, Seemotten. Seemotte. Oh Gott. Ich will mal dahin, ne? Da drüben. So. Also. Gegenstand. Nehmen. Batterie. Muss ich hier eine einpflanzen? Beschädigte Kabel. Reparaturwerkzeug. Das haben wir da. Das haben wir da. Ganz ruhig, Zocki. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird fein. So. Und reparieren. Passt. Und aufmachen. Aloha. Blub. Blub. Gibt's hier Baupläne? Auf jeden Fall mal eine PTA. Integrating new PDA data. Seemottenfragment. Yay. Ah, da wird die gute Selina stolz auf mich sein. Ja, ja. Ich kann sie schon bis hierher jubeln hören. Ja. Zwei. Ich brauche noch eins, oder? Ja. Sag bloß, hier gibt es nur zwei Teile und das dritte nicht. Grummel. Dann habe ich mich wieder mal zu früh gefreut. Du könntest doch auch so ein hindiges Drum sein. Wieso sind hier nur zwei Teile? Warum? Hier oben ist auch nichts mehr, ne? Dock 1, Dock 2. Auf gut Deutsch, da muss ich ja schon zufrieden sein, ne? Dass ich auch schon zwei Teile gefunden habe. Vielleicht liegt ein Teil ja irgendwo außerhalb vom Schiff. Irgendwo unterhalb. Ich schau noch mal hier gut durch, ob ich wohl nichts übersehen habe. Aber schaut nicht so aus. Sind da mal zwei Teile. Vielleicht ist da unten noch was. Das hier schaut ja auch oft aus, als wenn da was liegen könnte, aber... Ich glaube, da bin ich zu viel Glück. Antriebsraum. Vielleicht ist ja hier noch was verborgen. Was bist denn du für ein Fisch? Bluter. Ja. Au. Au. Geh weg. Au. Der tut mir Essen. Au. Könntest du denn jetzt mal einen Eintrag machen? Danke. Autsch. Der zwickt mich da voll. Du Mistviech. Ich muss geh mal aus dem Wasser raus. Gehst du weg? Was mache ich denn jetzt mit dem Viech? Kann ich auf den draufhauen? Tatsächlich. Boah, der hat mich jetzt fast umgebracht. Schön. Sehr schön. Ganz und gar nicht schön. Ich bräuchte diese Stoßkanone, ne? Ich hätte sie basteln müssen. Ich würde sagen, zur Feier des Tages essen wir mal eine Kleinigkeit. Vital signs stabilizing. So, ist schon gut. Tut dich nicht aufregen. Sind wir eh schon genesen. So, und als nächstes tun wir ein bisschen lesen. So, wieder mal. Und der Part ist zu Ende. Gut, wir lesen beim nächsten Mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!